Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Episode am Start und zwar bei der nächsten Höhe der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal um diese drei Lautsprecher. Die hatte ich ja alle schon mal der Zeit nach ein bisschen vorgestellt und habe ja so den einen oder anderen schon öfters im Einsatz gehabt jetzt über die letzten Monate. Und wollte einfach mal so sagen, es gibt ja ein paar Lautsprecher, die man dementsprechend gut für den heimischen Kinderzimmer, Jugendzimmer, Disco-Modus benutzen kann. Und die haben natürlich nicht nur Lautsprecher drin, sondern auch LED-Leuchten. Die drei Lautsprecher hier sind sozusagen die preiswertesten Modelle, die relativ guten Sound haben und dabei auch noch eine gute Figur machen in Form von tanzender LED-Lichtleistung. Und andererseits kann man teilweise davon auch Geräte als Nachtlichtfunktion benutzen. Jetzt gucken wir uns das Ganze erstmal an. Wir haben jetzt hier verschiedene Geräte vor uns. Fangen wir als erstes mal mit dem Lautsprecher hier vorne an der rechten Seite an. Das Gerät habe ich tatsächlich schon jetzt, ich glaube, zweieinhalb Jahre oder dergleichen und habe es ab und an schon mal benutzt. Soundtechnisch ist es jetzt nicht so überragend, muss ich an der Stelle gleich mal sagen. Hatte, glaube ich, 2x3 Watt oder so in dem Dreh. Gibt es auch heutzutage nur in einer verbesserten Version. War damals die günstige Variante von JBL, glaube ich, die das als allererstes rausgebracht haben, wo die tanzenden LED-Lichter ja auf der Vorderseite somit sind. Das Teil hat dann zum Beispiel eine SD-Karte bzw. eine Micro-SD-Karte hinten drinne, die man reintauschen kann bzw. reinschieben kann und austauschen kann. So können wir es auch aussprechen. Dann haben wir noch ein eingebautes Radio und einen Line- bzw. Aux-In-Eingang. Wenn wir das Gerät mal an der Stelle einschalten, fängt es schon lustig an, mit den Farben zu blinken. Hört sich doch an der Stelle schon mal ziemlich zuversichtlich an. Wir können dementsprechend hier an der einen Seite nochmal die Lichtleistung variieren, beziehungsweise wie der Blinkeffekt sein soll, ob es dunkler sein soll oder heller sein soll, oder ob wir direkt jetzt hier in den Radiomodus reingehen. Radio. Dann hau ich mal. Immer wieder anhören. Das MDR Jump. Alles klar, an der Stelle erstmal direkt ein bisschen Fremdwerbung. TF-Karte ist dann die Micro-SD-Karte. Normalerweise lässt sich das, oder was heißt normalerweise, es ist selbstverständlich möglich, das Ganze dann auch noch per Bluetooth in dem Moment zu verbinden. Dabei braucht man eigentlich nur Folgendes machen. Man nimmt sein Smartphone, schaltet logischerweise die Bluetooth-Funktion an der Stelle an. Der ist dann schon im Pairing-Modus von alleine. Das ist ja bei allen Bluetooth-Lautsprechern dementsprechend so. Und wenn wir die dann miteinander verbunden haben, können wir natürlich alle möglichen Musikstücke oder Geschichten oder was weiß ich, Hörspiele darüber in dem Moment wiedergeben. Das ist ziemlich praktisch und geht eigentlich relativ schnell. Jetzt müssen wir bei dem mal ganz kurz warten, ob er jetzt hier auch gerade Lust drauf hat oder ob er sich jetzt gerade nicht verbinden möchte. Aber doch, er ist schon auf jeden Fall dabei. Pairing läuft. So, an der Stelle gucken wir mal ganz kurz rein, wenn das Ganze verbunden ist. Da müssen wir dementsprechend bloß noch schnell ein paar Lieder anmachen. Das machen wir jetzt mal ganz kurz, um mal zu sehen, wie natürlich die Werbung sich gleich wieder in den Vordergrund drängt. So muss es natürlich immer sein. Können wir jetzt hier mal, genau, jetzt geht's direkt los. Beobachten wir mal das Ganze. Musik ab. Und je nachdem, wie die Musik spielt, geht so ein Lautsprecher natürlich dann auch mit den LEDs ein bisschen mit. Gucken wir mal. Können die auch ganz runterstellen, so. Dann sieht man das Ganze kaum noch. Können das Ganze natürlich auch dementsprechend wieder heller machen. Ich glaube, das müsste jetzt maximale Helligkeit sein. Ist auch ganz gut hell, also man sieht das jetzt hier trotz Lampenbeleuchtung. Ist auf jeden Fall möglich. Aber wie gesagt, Lautstärke ist wie gesagt möglich, aber halt nicht mit so viel Klang- und Soundverhalten an der Stelle. Das sollte man immer mal wissen. Kommt immer ganz drauf an, was man da jetzt für Geräte, wie gesagt, benutzt. Kurz mal reinhören. Also ist auf jeden Fall ein normaler Klang, jetzt nicht übermäßig. Gucken, Lautstärke kann man hier oben auch nochmal. Kann man auch da Play-Pause-Taste direkt drücken. Lautstärke. Direkt maximale Lautstärke und dann sieht man auch, dann geht das Gerät ganz gut ab so, macht so ein bisschen stimmigen Sound und natürlich dementsprechend auch die lustigste Beleuchtung dazu. Geht natürlich auch in weiteren Varianten, indem man jetzt hier einfach nur sagt, okay, ich möchte kein Hin- und Her-Geflimmere, zumindest nicht so schnell, sondern einfach nur den Farbwechsler-Modus haben. Oder ich nehme einfach nur das atmende Licht, welches wir jetzt hier an der Stelle so haben. Das kann ich in verschiedenen Farben natürlich einstellen. Kommt immer darauf an, was gerade, wie gesagt, die Musik so bietet. Lautstärke hoch. Und mal kurz zurückspringen, wo es richtig amüsant wird oder auch so. Da passiert dann sonderlich nicht viel.
Das heißt, wir gehen wieder drauf, gehen durch und haben natürlich hier unterschiedliche Modi drin. Die Dinger gibt es halt in verschiedenen Versionen. Das muss man sich halt dann immer so angucken, je nachdem, ob einem sowas gefällt. Die gibt es dann halt ab dem Preis, sage ich mal. Ich habe jetzt einfach mal angefangen. Hier gibt es die teuren Lautsprecher, die ein bisschen anders natürlich auch dementsprechend klingen. Hier, das ist ungefähr so einer. Das ist sogar der, den ich habe von Memtec. Tatsächlich, den gibt es immer noch. Memtec. Aber der war damals günstiger. Ich habe, glaube ich, für 25 Euro gekauft. Jetzt kostet er anscheinend 37. Okay. Weiß jetzt nicht, hat sich anscheinend nichts verändert. Der ist ja schon seit ewigen Zeiten hier drin. Gibt es aber auch günstiger hier so für 22 Euro und dergleichen. Da kann man sich auf jeden Fall schon das ein oder andere kleine Gerät von gönnen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das schon mal ganz fetzig ist, weil wir da schon mal eine gute Lichtquelle haben. Soundquelle ist natürlich immer so relativ. Und schade ist natürlich auch, dass wenn ich jetzt hier drauf drücke, der Sound logischerweise aus ist, aber dann reagieren die Lautsprecher nicht. Das heißt, die leuchten dann zwar noch, aber ich kann jetzt damit nicht wirklich was anfangen. Das sollte man an der Stelle schon mal so sagen. Ja, wie gesagt, das war eigentlich alles zu dem Zeitpunkt dazu, dass man hier auch noch den Micro-SD-Karte reinhauen kann. Nächstes Gerät auch mit Micro-SD-Kartenanschluss und AUX-In sowie Micro-USB zum Aufladen ist dieses kleine Gerät. War auch ein sehr schönes Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat sich besonders jetzt zur Anfangszeit, Anfang des Sommers gut bewährt, da man das kleine Gerät so rum aufhängen kann und es eigentlich die Möglichkeit erfüllt, dass man es als kleine Lampe mitnehmen kann. Wir machen das mal an. Lighting. Hört sich schon mal wertig an, so vom Lautsprecher. Hat zwar nur einen mit großer Membrane drinne, aber hat hier eine Touch-Funktion drinne. Finde ich ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob man das Ding jetzt als Nachttischlampe erstmal so benutzt, man braucht keine Kabel, man hat halt einen 4000 mAh Akku drinne, was gut ist, weil das Gerät ja auch ultra hell leuchtet. Jetzt haben wir das gesehen. Drei Helligkeitsstufen im weißen Licht und ist wirklich auf jeden Fall hell. Man kann das Ganze auch als Balkon- oder Terrassenbeleuchtung nehmen oder natürlich als Zeltbeleuchtung beim Camping der kleinen Kids oder selber, je nachdem, oder als Festivalbeleuchtung. Einfach nur cool, das Gerät. Hat, wie gesagt, so einen kleinen Diffusor drin, fetzt an der Stelle schon. An der unteren Seite sehen wir haben hier eine Menütaste und natürlich die ganz normalen Steuerelemente. Also ist da der Lautsprecher auch eingebaut. Wir können Folgendes machen. Wir halten unsere Finger drauf gedrückt und haben gleichzeitig noch eine Stimmungsleuchte dabei. Das heißt, die leuchtet auch in verschiedenen Farben, wie wir das Ganze hier so sehen können. Finde ich auch ziemlich cool. Macht auch eine Stimmung, wie wir jetzt hier so einen Farbwechsler zum Beispiel haben. Aber was noch viel cooler dabei ist, wir können das Gerät mit Hilfe der Bluetooth-Verbindung natürlich auch noch drauf anstimmen, und zwar auf die Musik. Das heißt, wir gehen auch hier wieder auf Bluetooth-Verbindung drauf, gehen dann hier einmal auf Menü. Bluetooth-Mode. Und ihr habt es, glaube ich, jetzt schon gesehen, dass man den so einstellen kann, dass das Gerät an der Stelle natürlich auch schon ein bisschen hier mit den Farben spielt. Wir gehen mal direkt rein. Da ist es auch schon wieder passiert. So, gucken wir mal rein. Wir gehen mal zu einem anderen Titel ganz kurz rüber. Auch hier wieder mal, also dieses TikTok, das ist ja schlimm, was die an Werbung schalten zurzeit. Da kommt ja andauernd irgendwas. Kennt das einer? TikTok, ehemals Musical.ly. Der Wahnsinn. So, wir gucken mal. Musik aufgedreht. An der Stelle schon mal ganz schnell, klangtechnisch auf jeden Fall besser als der da drüben. Hat auch eine geile Optik, muss ich sagen, und geht auch mit dem Farbwechslungsmodus hier in alle möglichen Farben halt hinein. Wie gesagt, wirkt nicht ganz so, wenn ich jetzt mit der Lampe drauf leuchte, aber ist auf jeden Fall richtig genial im Dunkeln und leuchtet auch richtig gut was aus. Und hört mal den Sound an. Logischerweise auch hier der Bass nicht voll im Vordergrund, weil wir ja nur einen Lautsprecher an der Stelle haben. Aber klanglich, ich sag mal so, überragend auf jeden Fall für die kleine Größe. Wir haben da jetzt, wie gesagt, kein Riesenteil drin, was 10 oder 20 Watt entspricht. Aber das Ding hat auf jeden Fall Power und da kann man auf jeden Fall schon mal richtig gut Musik mit hören. Wir gucken mal ganz kurz zum nächsten Lied rein, dass wir einfach mal irgendwo den direkten Vergleich hören. Mitten rein. Haben wir hier noch Minus und Plus und Play-Pause geht natürlich auch hier bei dem Ding ohne Probleme. Halten wir mal gedrückt. Xbox,
Also den kriegen wir so hoch, dass der anfängt zu schnarren. Das muss natürlich auch nicht sein. Aber er hat eine Maximallautstärke, was schon echt genial ist. Richtig gut. Und wie gesagt, wir können jetzt auch immer noch weiter die Funktion nutzen. Wir können das Teil immer noch als Nachttischlampe benutzen. Mit den verschiedensten Helligkeitsstufen. So, drei Helligkeitsstufen. Wir halten das Ganze gedrückt. Ich kann jetzt die Stimmungsleuchte in verschiedenen Farben immer noch leuchten lassen. Wenn ich das Ganze dann wieder auf die Musik einstellen möchte, jetzt haben wir erstmal den Farbwechslermodus vorher drin und dann hinterher können wir dann wieder auf die Musik einstellen. Finde ich ziemlich vielseitig, auf jeden Fall genial. Wir drücken nochmal drauf und zack, fängt er wieder im Lautstärke-Modus an mit zu flimmern. Ja, ziemlich cool. Also so für die Mini-Playback-Show zu Hause kann man das Ding auf jeden Fall gut gebrauchen. Und zur Not, wie gesagt, wem das hier Flimmere hier zu viel ist, der lässt einfach nur ganz normal sein Licht leuchten und trotzdem kommt die Musik oben mit raus. Also das zudem, muss ich ganz ehrlich sagen, ein ziemlich geniales Gerät. Ist auch preislich an der Stelle, selbstverständlich. Preislich gar nicht mal so teuer. Ich guck mal, ich zeig mal genau den ich hier vor mir habe. Und zwar ist das der hier, der kostete auch mal 24,99. Jetzt ist er bei 27,99. Ist also, wie gesagt, kein großer Unterschied. Ich werde euch die Dinger übrigens nochmal alle in die Videobeschreibung packen, dass sich der ein oder andere dann nochmal das anschauen kann. So, wir gucken mal, es gibt jetzt viele, die man hier so findet, die Bluetooth-Lautsprecher und Lampe in einem so sind. Da gibt es auch lustige Aufkleber dazu. Hinterher, ich denke mal, deswegen haben sie den teurer gemacht, haben sie bei dem auch schon witzige Bilder dann dazu gepackt, die man dann aufkleben kann. Die waren leider bei meinem nicht dabei, da war ich sehr enttäuscht. Sonst hätte man so lustige Anime-Figuren oder dergleichen jetzt hier nachahmen können. Endlich das Bild gefunden, da ist das. Jetzt haben sie mal so ein Set hier von Aufklebern dabei. Dementsprechend kann man da lustige Dinger draufpacken. Finde ich echt witzig. Und wie gesagt, für einen Preis von um die 25 bis 30 Euro ist das ganz erträglich, denke ich mal, für den einen oder anderen. Ansonsten gibt es natürlich noch zahllose weitere Geräte hier. Kann natürlich hier nicht alle testen und vorstellen. Hier haben sie nochmal denselben, allerdings von einer anderen Firma für 26,99. Ist auch sehr witzig. Die gibt es ja dann immer mal im Angebot, beziehungsweise mal preiswerter oder auch nicht. Ja, andererseits gucken wir uns mal an, wer musiktechnisch natürlich noch richtig was hören möchte, der sollte sich halt um eine gute Box kümmern. Ich habe jetzt hier mal eine 20 Watt Box, also 10 Watt hier und 10 Watt hier im Stereo-Modus. Die hat auch noch einen besonderen Vorteil, und zwar die DOS Soundbox Pro, so heißt sie eigentlich, kann im Stereo-Modus betrieben werden. Also mit zwei Bluetooth-Lautsprechern untereinander können die verbunden werden. Nicht nur jetzt hier mit den beiden Lautsprechern, sondern halt extra nochmal. Ja, das Gerät funktioniert eigentlich recht simpel. Wir haben auf der Rückseite auch nur einen AUX-In-Eingang und einen Micro-SD-Karteneingang, beziehungsweise auch nochmal den also Micro-SD, Micro-USB und AUX-In. So, jetzt haben wir alles drin, bevor ich jetzt mich nochmal wiederhole. Ist also sozusagen von den drei Geräten gleich. Wir haben einen eingebauten MP3-Player schon drin. Das ist schon mal ziemlich praktisch. Und wir können dementsprechend auch gut Musik darüber machen, weil der natürlich auch soundtechnisch ziemlich weit vorne ist. Dieses hier, was hier weiß umrandet ist, ist wie so eine LED-Lichtleiste, sage ich mal, die in verschiedenen Farben blinken kann oder leuchten kann, dauerhaft. Der hat einen 2200 mAh Akku drinne und hat sogar eine extra Bass-Taste. Hier muss ich gleich vorwegnehmen, dass die keinen extra Bass bietet, sondern einfach nur die hohen Töne wegnimmt, was mir nicht so gefällt. Deswegen bleibt die extra Bass-Taste mal deaktiviert. Da fängt auch schon wunderbar an zu leuchten. Gibt es auch in mehreren Farben. Schwarz hat mir an der Stelle am besten gefallen. So, wir gucken mal ganz kurz nach und aktualisieren mal. Dementsprechend fügen wir mal die DOS Soundbox Pro hier hinzu. Dann könnt ihr euch mal den Überblick verschaffen, falls ihr die Review an der Stelle noch nicht gesehen habt. Denn das Gerät macht wirklich einen ordentlichen Klang, finde ich jetzt persönlich. Und ist auf jeden Fall an der Stelle gar nicht mal so schlecht. Muss man so. Achso, ich habe die Soundbox Pro übrigens schon mal verbunden. Sehe ich gerade. Brauche ich gar nicht neu suchen. Ich brauche sie bloß wieder zu verbinden. So, dann haben wir das Ganze jetzt hier so drinne. Nachdem wir das so gesehen haben, gehen wir einfach mal hier in das nächste Lied rein und wollen einfach mal Spaß haben. Wieder Werbung von TikTok. Ist unglaublich. Dreimal schon in diesem Video. Ist das nicht der Wahnsinn? So, gehen wir mal weiter. Hier übrigens ein kleiner Tipp am Rande. Wer sich die Soundbox Pro zulegen möchte und sich wundert, wenn ich jetzt hier Musik anmache, passiert da noch nicht so viel. Ich muss erst hier, kleiner Tipp wie gesagt, muss erstmal die Handy-Lautstärke auf maximal stellen und dann hier die Lautstärke einstellen. Ist blöd bei einem Bluetooth-Lautsprecher, weil eigentlich will ich den ja drahtlos verwenden. Aber wenn ich das anders mache, und zwar so, und warte, wir stellen mal hier. So, maximale Lautstärke. Wenn ich jetzt hier so mache,
dann vibriert das Licht nicht, sondern es geht einfach immer nur so weiter. Das ist ziemlich blöd und öde. Das heißt, wir müssen es anders machen. Wir machen den runter von der Lautstärke, maximal beim Handy aufdrehen und dann fängt er hier auch an, die Frequenzen gut darzustellen beziehungsweise die Lichteffekte. Dann sieht man, er wechselt jetzt von alleine erstmal die Farbe. Das Blinken ist jetzt abhängig, wie gesagt, von der Musik. Gucken wir mal rein hier. Soundtechnisch ist der auf jeden Fall erste Sahne, muss ich sagen. Also der hat auf jeden Fall einen guten Bass drin und die hohen Töne und mittleren Töne sind und klingen auch sehr gut. Allerdings passt mal auf, was jetzt passiert, wenn ich den Extrabass löse. Ich denke mal, daran hat man es ganz gut gehört eben gerade. Der Extrabass macht einfach nur stumpfe, dumpfe Töne. Das macht überhaupt keinen Spaß. Dann lieber die hohen Töne mit knallen lassen, denn der Bass wird nicht besser dadurch. Hört sich einfach schlechter an. Ansonsten, was können wir sonst noch machen? Auch hier ist die Play-Pause-Funktion wieder mit integriert. Das ist kein Problem. Weiterhin können wir hier natürlich noch Folgendes machen. Wir können hier die Farben wechseln. Muss ich selber gerade noch mal ganz kurz gucken, wie das geht. Also Add-Modus ist für Stereo. Das ist soweit schon mal klar. Und ansonsten müssen wir mal ganz kurz gucken, irgendwie funktionierte es. Ich muss selbst mal probieren, wie es ging. So, jetzt habe ich es rausgefunden. Und zwar, wenn ich die Extra-Bass-Taste nur kurz drücke, ist der Extra-Bass aktiviert oder deaktiviert. Aber wenn ich lange gedrückt halte, dann kann ich jetzt hier die LED einstellen oder ausstellen. Gucken wir nochmal. Ah ja, da war sie eben gerade auch weiß. Das kann ich übrigens dann auch noch einstellen. So, und so fängt er wieder an zu blinken. Also das mache ich immer alles hier auf den Extra-Bass-Tasten. So, dauerhafte Lautstärke bzw. LED-Leuchtleistung. Und zack, so ist es ausgestellt. Wieder länger gedrückt halten, flimmert das Ganze dann wieder. Und so kann man die unterschiedlichen Farben dann auch einstellen bzw. das Gerät lässt sich dann auch dementsprechend so steuern. Wir gucken jetzt mal, so sehen wir jetzt hier die rote Farbe. Da muss ich dann die Mode-Taste länger gedrückt halten. Gucken wir mal ganz kurz, was hier passiert nochmal. So, dauerhaftes Licht. Kann ich jetzt jede Farbe dafür einstellen, finde ich auch ziemlich gut. Ist auch so ein kleiner Disco-Kracher, weil der, wie gesagt, gute Musik an der Stelle spielt. Und weil man natürlich an der anderen Seite jetzt hier dementsprechend die LEDs gut darstellen kann. Also soweit so gut. Da haben wir hier auf jeden Fall schon mal richtig was gesehen. Und das Gerät an sich ist sozusagen das teuerste jetzt in der Riege. Kostet jetzt zurzeit 49,99. Wie gesagt, kommt aber auch daher, weil das gute Gerät halt wirklich gute Leistung hat. Wir gucken mal hier drauf. Da gibt es die von DOS Soundbox in verschiedenen Versionen. Gibt auch die ganz große, die Soundbox XL. Ich glaube, die hat aber keine LED-Beleuchtung, so wie es aussieht. Und das ist hier die Soundbox Pro, die ich jetzt so habe. Macht auf jeden Fall Spaß. Und hier gerade übrigens 15% an der Stelle sehe ich. Ich hatte das Glück auch. Habe die auch unter 40 Euro bekommen. Hat auf jeden Fall mal wieder der Glücksteufel zugeschlagen. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Die können wir dann natürlich so auch wieder deaktivieren. Und dann jetzt zum letzten Gerät, welches mir gerade eben noch einfällt.